Stuntrennen. Ja, ihr habt gesagt, ich soll alles reinpacken. Ja, alles gut. Und außerdem sind da gerade Doppel-RP und Doppel-Geld drauf. Als wenn wir das bräuchten. Alter, diese Maske, die ich hab, die ist so geil. Oh, mit der Chicago. Oh, ich kann auch im Motorrad bauen. Wollen hier wirklich drei mit der Shotaro? Tatsache. Das soll noch bei Regen, das heißt, ich kann rutschen. Hey! Entschuldigung. Oh, Scheiße, ganz knapp daneben. Aber kann sein, dass du gerade hier dran vorbeigeschlittert bist, wie so ein Bonnie? Ja, weil ich reingleiten wollte. Bei dem einen Sprung bin ich voll in der Pfütze gelandet, da hat es mir fast das Heck weggerissen, Alter. Alter, brauchst du nicht gesoffen haben, Alter, bist du im Arsch. Oder gekifft. Ja, was? Okay, das wird doch klar. Passt. Wer kein Hubschrauber fliegen kann, hat hier verloren, ne? Und ich kann hier fliegen. Nur von der Plattform runter. Alter, durch die Kreise passen, aber die Rotorenblätter auch gerade so durch. Irgendwie hat man das Gefühl, Sven! Das passt total, Alter! Du bist doch so bekloppt, Alter! Du bist doch so bekloppt! Alter, du sagst doch nur, dass das enge wird, da hab ich gedacht, Scheiße, der fliegt aber komisch. Ja, vor allem Sven, ich kann den Helikopter nicht fliegen. Weg ist er! Das sind ja die, die gewonnen haben, die Dinger gewinnen. Oha. Jetzt geht's durch die Röhre. Das ist wie bei uns in der IGL in der Formel 1 Liga, ja? Die Leute immer, oh, ich kann die Strecke nicht. Und dann sind es die das Rennen gewinnen. Oh, Alter, die Pylone. Genau, eine Yacht. Genau, eine Yacht. High-Speed Racing. High-Speed Racing, ja. Meine Frage, passt das Segel eigentlich unter die Röhre? Ja. Ich brauche für einen Freund. Das ist ja blöd, wenn wir dann alle festhängen. Das sieht voll knapp aus, aber es passt. Da werde ich noch von Kev überholt hier. Was ist hier los? Was stimmt hier nicht? Einfach innen überholt. Ach Gott sei Dank, es geht wieder Motorrad weiter. Ich dachte schon, wir müssen die ganze Zeit mit der Nussschwolle fahren. High-Speed Racing mit der Yacht. Da kannst du nebenbei noch ein Nickerchen machen. Oh!
dann Flugzeug, hä? Oh, um Gottes Willen! Rollen wir die Waldfee! Ui! Was wird eng? Eng? Eng ist gut. Ich mach eng. Immer eine Frage des Anlaufs. Du bist eng. Oh nee. Aha, woher willst du? Das hat mir Kev verraten. Ja. Schlechte Nachrichten, wenn ihr mit dem Flugzeug nicht rauskommt, fliegt ihr runter, nehmt ihr im Auto. Auch bei uns ist alles gut gelaufen bei Kev und mir. Passt. Kev schon wieder meinen Windschatten hier. Ja, ich fahr mal weg. Sorry. Ey! Aber im Moment bist du runtergekommen. Das war keine Absicht. Ich war in der Kurve. Ja, du bist oben lang. Aber alles gut, es hat gepasst. Ja, ich denke, war nur knapp. Gewandt. Was, das war die erste Runde? Jetzt hast du. Das sind drei Runden nur so als Tipp. Och nee, ernsthaft. Hat dann die eine Runde, ja, eine Runde ging schon 5 Minuten, weißt du, wie lange willst du denn hier dranhängen? Oh. Happy Birthday. Ey, ihr wolltet Abwechslung haben. Nö, alles gut. Aber denkt ihr euch, heute ist alles schon wieder auf das Boot? Markus, wo bleibst du mit dem Hubschrauber? Ich hab da gerade so einen Schatten vorbeifahren sehen. Das muss, glaube ich, Beachy gewesen sein. Och, Schengen, das ist ganz hinten. Tja, wer stunten will, ne? Ah, oh, halbwegs schön. Garantiert ist der Markus wieder hinter mir retten. Naja, ihr seid ziemlich nah beieinander, glaube ich, gerade. Markus, rüber! Sven! Markus! Sven! Markus! Sven! Jo, Hubschrauber! Schraub! Hubschrauber, Einsatz! Oh, Alter! Sven! Wieso? Nicht schon wieder! Ach, mach dir mal! Nein! Oh, Sven! Nein! Alter, Sven! Nein! Da kommt aber noch Kev, Alter! Kev, bleib weg! Ja. Bleib weg! Ach, du Arsch, Alter! Na, ich sag nur, bleib weg! Ja, ich konnte nicht mehr machen. Aber ich hab's doch gehalten. Oh, Alter, du hast doch vorhin extra gesagt, das ist hier ein bisschen enge für einen Hubschrauber, aber dass dann zwei reinpassen sollen, das hast du aber nicht gesagt. Drei. Ja, vor allem, du fliegst dagegen und kommst senkrecht von mir runtergefallen. Was soll ich da bitte machen? Oh, wenn ihr euch wundert, was vorne so qualmt, das bin ich. Ja, du gut. Solltest doch mit dem Rauchen aufhören! Nein! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße, ey! Jawoll! Das U-Boot fliegt vorbei! Ich bin, glaube ich, gerade unter Wasser an dem Führenden vorbeigeflogen. Ich fahre rückwärts. Das ist neu. Und da kommt Steve auch noch von hinten. Highspeed Racing, verpiss dich aus meinem Windschatten jetzt endlich. Ich hab Steve Segel in meinem Bild, Alter. Geh weg! Hau ab jetzt. Kev, ich schieb dich mal an, Kev. Oh ja. Fahr mal schneller. Komm hier. Genau. Anderthalb Runden ist man erster und dann so ein halbwegs Helikopter und dann kommt der Markus auch noch vorbei. Ja, und ich hab abgestaubt. Ich bin, glaube ich, gerade unter Wasser vorbei. Alter, wenn wir jetzt gleich zu dritt so mit dem Flugzeug fliegen, Alter, das kann nicht werden. Oh Gott. Zu dritt in den Giant Tubes da drin. Yeah.
jetzt geht's ins Flugzeug. Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber. Go, go, Gacettocopter. Falls das noch einer kennt. Wer kennt das nicht? Ah, hier ist wirklich alles, was geht. Ich hab das Auto verloren. Wie, du hast das Auto verloren? Ja, ich habe mich fast gedreht und den Markus, glaube ich, mitgenommen gerade. Fast. Mhm. Du hast dasselbe gemacht wie Sven. Du bist direkt vor mir weggedreht und ich konnte nicht mehr ausweichen. No. Ich habe dich aber praktisch wieder gerade gedreht. Nur mehr oder weniger, ja. Hey, wieso? Markus ist doch Nee, wir wechseln gerade ein bisschen ab. Wir sind gerade jetzt knapp da... Da vorne, jetzt wird's eng. Naja, jetzt wird's spannend. Und dann Alter! Alter! Steve übertreibt aber maßlos. Und jetzt standet er gleich wieder und fliegt davon. Auf und davon! Ich bin noch hinten auf dem vierten. Alles gut. Ich gucke mir das Ganze von hinten an. Das machst du doch gerne. Ich sag mal so, der Pfeiler, der nach oben entfaltet, ist wahrscheinlich der Helikopter. Der könnte zumindest ein bisschen das Jünglein an der Waage spielen, ja. Wenn ich dann noch Markus vor mir habe, ist sowieso vorbei. Soll mir recht sein. Erstmal muss ich Steve wieder einholen, Alter. Ja, du bist einfach mal konsequent an der Startziel einfach mal rechts vor. Ja, stehen gelassen, ja. Alter, voll der LSD-Trip hier. Wie gesagt, das Ding darfst du nicht bekippt spielen. Jetzt kommt der Heli. Wenn ich euch sage, ich bin noch nicht mal beim Heli, ich bin noch beim Auto. Wir sind schon beim Heli fertig. Fast, ja. Nein, so, fast aber, so viel ist es nicht mehr. Könnt ihr euch da vorne mal bitte wegschießen? Wäre das super? Wäre das irgendwie drin? Ja, Steven will jetzt die Führung nicht mehr abgeben. Ich habe jetzt keine Stinger dabei. Jetzt kommt sein Lieblingsport. Das Boot. Ja, Boot fahren. Ha! Alter, Nein! So eine Scheiße! Alter, ey, wie kann man nur so viel Glück haben? Dass er extra oben mit dem Punkt reingefahren ist. Ich hätte ihn gerade so geil überholt und dann ist da unten so eine Querstrebe im Wasser, Alter. Bang! So ein Scheiß! Bang, sag bang, bang. Bang, bang. Bang, bang, bang. Sag bang, 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 bang. Ich muss den Dricksack noch kriegen, Alter. Einmal von hinten das Feld aufräumen, Dankeschön. Es wäre so toll, wenn ihr euch da vorne mal ein bisschen noch wegschießen würdet. Ja, Steve ist halt nicht Sven. Was soll denn das schon wieder heißen? Ja, Steve fliegt nicht voll ins Karacho gegen so einen Kreis. Nein! Nein! Was machst du denn, Alter? Was machst du denn da? Nein! Wie
Wir sollen geradeaus und keine Loopings fliegen in dem Ding hier. Nochmal, nochmal. Du Gott, ey. Das sah geradeaus, ey. Ja, schade, das wird krass. Warte, jetzt ist das Auto. Was hattest du denn jetzt vor, Steve, ey? Was soll das werden? Ich habe komplette Kontrolle über das Ding verloren. Außerdem also möchte ich springen lassen. Damit der auch mal gewinnt. Damit ich auch mal gewinne. Ich bin so der immer, der Rennen gewinnt. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind normalerweise gewinnt immer die Rennen. Schade. Das war eine lustige Runde. Das war eine sehr, sehr geile Runde jetzt. Scheißegal, wer jetzt wo gelandet ist. Das war eine saugeile Runde, Leute. Das hat geschätzt. Vor allem mit dir, Sven. Das war so geil. Aber wohin kalt ist, passt jetzt, geht jetzt mehr Helis rein, ne? Das ist halt so. Ich muss mal Kev fragen, ob das vielleicht bei dir geht. Das müsste der besser wissen, ob bei dir zwei Helis reinpassen. Oh, da war böse. Böse Möse. Nö, nee, das war gut. Das war wirklich mal eine Abwechslung. Da war wirklich alles dabei. Hättest du jetzt eine Formel 1 Wagengetriebe gehabt oder einen Panzer, da wäre jetzt wirklich alles dabei gewesen. Kein Charlie. Nee, war gut. Alter, überholt er uns mit seiner Abarth, die da einfach auf Startziel kämpft und ich am Kämpfen weg war. Ja, der hat so nach dem Motto gemacht, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Genau. Dann bin ich auf dem Letzten. Mal kurz Windschatten gegeiert und dann zack, vorbei. Oh, jetzt geht das wieder los. Das hatten wir doch erst. Wenn der LKW vorbeikommt, weiß ich, dass es der Markus ist.